Und damit willkommen zurück zu Ashes of the Singularity Escalation im Live-Let's Play. Auf nach Clarus, Zerstörungstest. Oh danke, das ist diesmal ein kürzerer Titel. Samuel führt Genesis ins Feld, während er mit Teddy um das zusätzliche Fermium kämpft, das für das Projekt benötigt wird. Kriege ich dann auch irgendwann diese neuen Einheiten, die ich versprochen habe? Zeit, einen kleinen Test durchzuführen. Schauen wir mal, wie mein kleiner Lakai mit einem völlig erwachten Substratobjekt umgeht. Ich brauche eine Ablenkung, um die Verteidigung zu durchbrechen, die Heli über Monate rund um diesen Fermiumbestand errichtet hat. Ist das... Das ist doch nicht der Planet, oder? Okay. Und wer ist das? Ist bei mir mit dem Team? Genauso wie Orange. Keine Ahnung, wer das ist. Nicht genug Metall. Ja, nicht genug Metall. Schief gehen. Guck mal, diese beiden sind komplett abgeschottet. Ich nur... Obwohl, nee, sind nicht abgeschottet. Aber theoretisch, die Verbindungswege sind abgeschottet. Aber so. Das auf Cassiopeia gesammelte Fermium ist ein guter Anfang. Aber mir wurde gesagt, dass für Genesis mehr benötigt wird. Mein Begleiter hält mir Helis Agenten vom Leib. Aber einer Vorkalkulation zufolge ist er unterlegen. Hallo, warum? Da oben hin, danke. Ah, das wird der Ober, das heißt... Zack. Und das da. Hier sind doch gar keine Ressourcen. Okay. Da sind erst wieder Ressourcen. Ah. Seltsam. Mysteriös. Mal sehen, was da noch alles kommt. So, auf nach oben. Wo ist das? Erobert, sehr schön. Wir benötigen mehr Logistik. Ja. Krieg da. Das ist ein Lastregulator. Meister, okay. Möchtest du mich bei der Erstellung meiner Verteidigung unterstützen oder deine eigene verstärken? Okay. Wenn ich Helis passive Verteidigung in jedem dieser Relais korrumpiere, wird das willkürlich rumballernde Artemis-Kreuzer auf den Plan rufen, die programmiert wurden, um das Fermium zu erbeuten. Jetzt ist es nur noch eine Frage, wie ich sie mir zwischen der Ablenkung und der Aktivierung meiner eigenen Verteidigungen vom Rücken halte. Nächste Frage. Schön, dass du dir jetzt erst die Frage stellst. Ist okay. Und nicht irgendwie vorher schon. Aber erobert. Versucht mal das zu erobern.
Ja, krieg da, keine Sorge. Auch nur mehr von allem gefühlt. Ah, guck mal, die wurden da zerstört. Yay, danke schön. Juhu, hip hip hurra. Verdammt. Waffenlabor, Vitalfabrikator, Lastregulator haben wir schon. Projektor und das Kommando. Wird so schon schief gehen. Wir können auch ihm ja, also von daher ist es doch irrelevant. Also ne, wir sind alle Team 2. Es ist vollkommen egal, dass die Wild herumballern. Gehen ja immer nur dahin. Ah. Darüber sehe ich irgendwas. Glaube ja nicht. Aber bin ich schon, um das seitdem beurteilen zu können? Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Du musst dir das Element aneignen. Ich. Genesis erfordert dies. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Ich sollte dich nicht erinnern müssen. Mach deine Arbeit und überlass die strategische Planung mir. Ich diene. Ist ja gut, er dient. Er gehört. Er dient. Wird so einfach schon schief gehen. So, jetzt muss ich noch das erobern, dann habe ich ganz... Ah, nee, das hier muss ich noch erobern. Dann kriege ich diese Ressourcen auch noch mit rein. Das heißt, komm mit runter, du. Flop, 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 flop. Zieh das. Du holst dir das. Und du holst dir den. Perfekt. Mehr muss ja nicht erobert werden, ne? Nach oben hin wird verteidigt. Das Element ist nicht für dich, Samuel. Doch, ich weiß nicht, was dir dieses Ding da gesagt hat, aber dieses kleine Nebenprojekt von dir bringt uns alle in Gefahr. Ich habe alle Ressourcen erübrigt, die ich konnte, um dein kleines Vorhaben hier aufzuhalten. Aber meine Hauptbelange sind woanders zu finden. Nicht, dass dein Ego so etwas zugeben würde. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich verstehe schon. Zack. Sehr schön. Und jetzt mehr Uran. Mehr. Einfach mehr. Oh, da ist gar nichts gebaut. Ach komm, scheiß drauf. Oh, wird schon schief gehen. Das ist Luft. Ja, vielleicht sollte ich hier auch verteidigen. Ah.
Wird so schon gehen. Mit der Zeit. Nicht genug Uran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind 10, weil wir schon 3 gebaut haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, was? 15 sollte gut sein. Wusste ich doch, dass die Idioten hingehen wollen. Wusste ich doch, dass sie das nicht schaffen. Auch unbedingt mal ein Arsenal. Ah. Auch mehr Raffinerien. Und mehr Quanten. Aber ich könnte die auch mal ausgeben, ne? Oh Gott, hier kann ich auch was hinbauen. Stimmt jetzt. Nein. Was ist der denn? Der ist noch gar nicht fertig. Ah. Was könnt ihr machen? Uran, okay. So schon. Muss so passen. Ja, komm, zack, haben sie das alles zerstört bekommen. Ah. Oh Gott, sind das viele Einheiten. Was heißt nicht, dass ich den verteidigen muss, ne? Das ist nicht die Aufgabe. Also wird das schon passen. Verdammt. Wir benötigen mehr Logistik. Mit der Zeit schaffen die es echt hier rein einfach.
Einfach nur das hier muss erobert werden. Hier eigentlich Luftverteidigung? Ja, haben sie. Wollte schon sagen. Einfach mal 200 Hermes hinschicken? Warum nicht? Wird schon schief gehen. Will ich mir einfach mal so behaupten. Meister, überlass mir diesen Kampf. Du musst dir das Element aneignen. Oh mein Gott. Ja gut. Verstehe. Ja, ich verstehe. Okay, ist in Ordnung. Trotzdem genug Metall, passt schon. Wird schon schief gehen, einfach so. Eieieiei. Aussieht, die ganzen Blaupausen. Ah, ihr seid bald fertig, okay. Dann mache ich nochmal mehr Aufträge rein. Ach, oh Gott. Nicht das. Nicht genug Metall. Nicht genug Metall. Ich verstehe gar nicht warum. Warum auf einmal? Einfach nur sinnloses Massaker, aber es ist egal. Ist lustig. Du hältst da oben schon aus, ich glaube an dich. Wie gesagt, langsam zerstören sie alles in der Nähe. Auf dem Weg. Langsam, aber stetig. Wir benötigen mehr Logistik. Logistik. Aber ja, ist okay. Wenn ich darf. Jetzt darf ich. Werde ich mitbauen. Oh, okay. Komm schon. Obwohl, na komm, ne, geht hier, geht nach unten. Euch nicht da oben. Ihr werdet bald zerstört, von daher ist es egal. Bevor dann hier gar nichts produziert werden kann. Und du bist. Endlich bist du mal fertig. Okay, das sind eine Menge Artemis, die da rein können. Menge. Ja, diese kleine Armee. Eieieiei. Hört auf. Wir benötigen mehr Logistik. Eieieiei.
Der Gegner hat eine Region erobert. Dahin. Lol. Wieso durftest du die zweimal einsetzen? Achso, ja gut. Das ist wahrscheinlich wieder Abklingzeit gewesen. Es ist so... Wie hoch die Dinger geschossen wird, das ist so geil. Ah, sieht immer so toll aus. Dass es zwei unterschiedliche Ziele auch anvisieren kann, ne? Das ist auch nochmal cool. Oh. Warte mal, konnte ich... Ja, gerade Einheiten rauslöschen, wenn die Leiste nicht grau ist. Hast du gerade richtig gesehen? Oh. Der Gegner hat eine Region erobert. Mal wieder. Ach ne, ist eine andere. Du hältst aber jetzt aus, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube, man hätte auch, könnte auch einfach Heli zerstören, dann hätte man da genauso gut gewonnen. Okay. Ist ein bisschen. 8000. Habe ich jetzt nicht so ganz damit gerechnet, dass es so viel ist. Das ist keine Luft. Der Gegner hat eine Region erobert. Ja, ist gut. Ui, meine Region. Ganz knapp dran. Dahin. Ich müsste die noch zerstört werden, oder? Na, anscheinend nicht. Wieso? War doch dahin? Wieso wird das... Muss man nicht verstehen, oder? Danke. Und jetzt einfach erobern. Hau nicht ab. Hä? Warum seid ihr eigentlich... Warum ist das keine Gruppe jetzt gewesen mehr? Einfach nicht hinterfragen, ist in Ordnung. Jetzt geht's aber auch richtig. Keiner weiß, was da jetzt für ein Fehler war. Und warum du jetzt so weit extrem nach vorne... Ach. Ah, ich verstehe manchmal die Bewegungen in diesem Spiel nicht. Dass die so seltsam sind. Hm. Gut. Genesis schreitet fort. Hey, Robert, der schreitet fort. Ja, danke schön. Der hat gerade gesagt... Oh gut, die Folge ist einfach die Hälfte von der letzten Folge, ist in Ordnung. Das war's auch mit dieser. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst euch ein Like da und wir hören uns, ja, dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.